da sind wir wieder. Und wir machen weiter. Kennt er ja immer weiter machen. Man muss immer weitermachen, ne? Egal was passiert. So, wie gesagt, die anderen Verträge verkaufe ich, glaube ich, einfach. So, Gustavo hat nicht mehr viele. Was haben wir noch? Bastos hat nicht mehr viele. Ich mache das jetzt alles on-screen und nicht off-screen. Also ich mache es also während der Aufnahme auf Deutsch. Keine Ahnung, was habe ich hier noch? Ganso, dem fehlen welche. Jetzt werde ich meinen Stammspielern auch noch den zweiten quasi geben. Helden bekommt noch einen. Ich meine, 25 Spiele ist nix, die gehen extrem schnell rum. Und vor allen Dingen werde ich das Team auch auf jeden Fall behalten. Das habe ich hiermit auch schon mal vorausgenommen. Weil alle geben immer ihre Teams so schnell ab und mir gefällt das Team echt. Und ich habe auch ein paar Ideen, wie ihr in der letzten Folge gehört habt, wie ich das noch verstärken kann. So, Lucio bekommt auch noch einen. Jetzt kriege ich jetzt halt Nachrichten. Jetzt hört ihr mal hier meinen bonzigen iPhone-Klingelton. Naja, ein altes, schönes, altes iPhone 3GS. Ist jetzt nicht so, dass ich damit rumprahlen würde. So. Ja, Maxwell braucht eigentlich keins. DJ Dea schreibt mich an. Rafinha braucht noch einen Vertrag. Hier, Hernandez kriegt auf jeden Fall noch einen. Und dann haben wir auf jeden Fall für zwei Packs schon mal wieder Platz geschaffen. Das ist ja sehr schön. Hier, der kriegt einen. Bastos kriegt noch einen. Noch. KK. Gustavo braucht nicht so viele, der wechselt sich ja bekanntlichermaßen mit Juninho so ein bisschen ab. Der Damiao bekommt noch einen, jetzt gebe ich meinem Manager nochmal Hardcore-Verträge. Dann gebe ich auch Hardcore-Verträge. So, wo sind die Manager-Verträge? Hier ist noch ein großer Manager-Vertrag. Habe ich gar keinen kleinen bekommen. Hm. Naja, das wende ich dann auf jeden Fall mal an. Auf ihn jetzt, hätte der 30 Verträge, der De Boer. Okay. Tauschstab war ja auch voll, der Mist. So, wie gesagt, zwei Packs kann ich mir jetzt wahrscheinlich wiederholen, dann ist der Tauschstab schon wieder voll. Mal gucken, mit wem ich mir die vorne drauf hole. Der Messi war noch gar nicht vorne drauf, den habe ich schon bei einem kleinen Pack vorne drauf gesehen, den will ich eigentlich auch mal haben. Ah, hier ist er ja. Perfekt. Emanuel Pogatetz. Auf welchen Niveau sind wir denn jetzt? Das ist ein Goldpack immer noch, ja. Aber offenbar will er nicht. Baptista. Schlecht. Capelli haben wir noch. Amazon. Ein 4-4-2-Trainer. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Kriegt man für ein paar Münzen auf jeden Fall los. Fitnesskarten. Die Passspiel. Kann ich ja nicht verkaufen. So, den werde ich jetzt einfach hier schnell verkaufen machen, weil die Bälle kauft eh kein Mensch. Ihr merkt, ich handle das hier ein bisschen schnell ab, aber ich bin auch echt gespannt, was ich noch so bekomme. Wenn ich noch was Sinnvolles bekomme. Trezeguet. Auch nicht mehr stark, ne? Nicht wirklich. Ach du Scheiße. Der kann ja gar nichts. Victorino. Ein Silberspieler. Wo sind wir denn hier? Alle Attribute plus 10. Das ist krass. Weiß nicht, ob das was wert ist, aber auf jeden Fall... Stelle ich mir das ziemlich hilfreich vor. So, jetzt kann ich mir schon wieder noch ein Pack holen, dann muss ich wieder aussortieren. Und ich kann jetzt inzwischen eigentlich schon gar nicht mehr aussortieren. Gibt es noch irgendwen, der da drauf sein kann, bis auf den scheiß Wolfsburger? Ja, und zum einen in Dortmund da drauf. So, wenn wir auf 2300 FIFA-Points runter sind, wieder beende ich das Pack auch nur. Bender! Manager 433-Modifikation. Wappen von Juve, Fluminense hier. Das mache ich wieder hier. Schnellverkauf. Toll, Bender ist ja auch wirklich so stark, dass man den besonders erwähnen müsste. Barton, Kanini. Jetzt packe ich erstmal alles im Verein, aber das ist natürlich wieder alles voll. Na super. Ja, was macht man denn da jetzt so in so einem Fall, ne? Frage.
Die Silberverträge werde ich auf jeden Fall noch anwenden. Wenn die, glaube ich, ohnehin nicht so gut gebrauchen kann. Dann kann ich eigentlich erstmal warten, bis sich das ganze Zeug verkauft hat. Ja, und dann kann ich nur danach weitermachen, ne? Was bleibt mir übrig? Keine Ahnung. So, was haben wir hier noch, was irgendwie Verträge brauchen könnte? Ja, er ist noch Stammspieler. Haben wir noch einen Silbervertrag? Ah. So, ein Pack hole ich mir jetzt auf jeden Fall noch. So, so muss ich machen. So, jetzt haben die auf jeden Fall alle wieder ordentlich Vertrag. Lass doch mal hier freimachen. So, Juninho spielt noch häufiger, der kriegt noch einen. Hast du schon die was? Ladetee. Ich finde diesen Namen irgendwie extrem geil. Hi. Ich brauche einen Tipp von dir. Was soll ich mit 85.000 Münzen machen? Mein Team finde ich stark. Ja, sollst du mir mal am besten bei YouTube schreiben. Ich schreibe so ungern bei PSN, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Packs geöffnet für das Pack-Opening. ich bin dabei, sagen wir mal so. Hetz mich nicht, bin dabei. So, Dante kriegt nochmal einen Vertrag. Und ich glaube, das war es auch mit Verträgen. Das passt der Rest auf jeden Fall hier. Das Rumpel hier, das passt auf jeden Fall jetzt schon mal in den Verein. Jetzt hole ich mir noch eins mit Hart drauf. So, Lampard. Haben wir noch was? Letztes Jahr war der noch ein bisschen was wert. Okay, 87 Schuss und 84 passt natürlich schon eine Wucht. Der Jones, wie heißt der nochmal? Wenwine Jones, ist der das? Heißt der so? Der hat mal gegen mich im Manager-Modus, weil der hat sich den Stuttgart gekauft. Da hat der so arsch viele Tore gegen mich geschossen. Ich glaube, ich habe 0-6 oder so verloren. Irgendwie so war das. So, und jetzt kann ich eigentlich an dieser Stelle nur beenden, dass alles, was auf dem Tauschstapel ist, so ein bisschen draufhauen. Kann ich... Ich muss doch hier... Ja, okay, kann ich. Achso, die laufen schon hier, die Angebote. Wie ist das hier? Ich hätte das hier auf jeden Fall nicht. Eine Moralkarte. Ich habe keine Ahnung, wie viel die wert sind. Ich muss noch 6 Verbrauchsobjekte hier wegmachen. Das hat jetzt keinen Sinn. Sonst komme ich hier nämlich nicht raus, weil es wird auch ein bisschen unsinnig von mir. Oh mein Gott. Viel zu viel hier alles. Welche Spieler behalte ich denn auf jeden Fall noch? Viele. Den Bastos behalte ich auf jeden Fall noch ganz lange. Und den KK auf jeden Fall auch. Der kriegt dann auch noch einen. Es passiert schon nichts mehr. Achso, ich muss auf die vorherige Seite. So, ich hab bald auf jeden Fall auch noch lange den Helden. Und den Lucio. Ach, Danilo, Mann. Was hab ich dem denn jetzt gegeben? Hab ich dem jetzt gerade eine Fitnesskarte oder was gegeben? Lucio, oder? So, eine muss ich noch. So, komm, eine. Komm, Bastos ist der stärkste Spieler. Nee, ja, Hernandez behalte ich auch erstmal noch. So, jetzt kann ich die neuen Objekte da reinpacken. Jetzt werde ich auf jeden Fall erstmal alles auf den Tauschstapel hauen, was irgendwie zu hauen ist. Sozusagen. Naja, ich glaube, den muss ich dann hier abstoßen. Der ist ohnehin nicht viel wert und außerdem kriege ich den, glaube ich, sonst nicht raus. So. Und dann stelle ich das jetzt mal alles rein auf den Tauschstapel und dann sehen wir uns danach wieder. So, da bin ich wieder. Wenn ich richtig mitgezählt habe und gerechnet habe, dann müssten wir jetzt noch genau 4 Packs öffnen können, was ich jetzt auch sofort machen werde. Übrigens, wenn mir das Team morgen, also Mittwoch, das Team der Woche, das sehr, 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 sehr gut gefällt, dann werde ich die letzten 17 Packs dann auch noch morgen raushauen, ne?
Kann ja immer mal sein. Ach, kein FIFA-Points. Also, hier mal. Ja. So. Übrigens habe ich mir in der Zwischenzeit eine Verlängerung, eine Erweiterung gekauft für Access, habe ich gelesen. Eine Erweiterung geholt für meinen Tauschstapel. Da passen jetzt 40 Sachen drauf. Und für meinen Verbrauchsobjektstapel, da passen jetzt 75 Sachen drauf. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da dürften wir bei den letzten vier Dingen keine Probleme mehr bekommen. So, die stelle ich auch hier gleich drauf. Columbus Crew. Das Wappen wäre natürlich gut. Das wäre, ist, glaube ich, ein bisschen was wert. Aber der Rest hier, nee. See Eduardo. Maxess immer eine 41212. Ja. So, noch drei Stück. Bonsemar nehmen wir noch mal mit. Eben hatten wir Hart. Also, ich habe gar nichts gelesen. Ja, das ist ein bisschen doof. Diese hier sehen aus wie schwarze Karten, wenn die da so rumfliegen, so ein bisschen. Wen haben wir? Brunt. Brunt. Keine Ahnung, wie ausgesprochen wird. Hooligan. Nee, Hulahan. Massoud. 86 Dribbling. Das ist für einen Silberspieler nicht schlecht. Gucken, ob das wert ist. Warum sehen die immer so geil aus, die Fitnesstrainer? Die Heilungskarten habe ich festgestellt, passt genau zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Mein Tauschstab ist voll. Die sind nichts mehr wert, eben auch weil sich niemand mehr verletzt. Die sind auch alle noch 200 wert, selbst die alle Verletzungskarten, habe ich festgestellt. So, nehmen wir nochmal den hier mit von Arsenal. Und ich hatte hier nachher nur noch einen eigentlich. Rodriguez. Morone, Rodriguez. Mavrias. 86 Tempo und Silberspieler, 4-5-1. Kann ich leider auch für kein Silberteam gebrauchen. Also wäre jetzt England oder so gewesen, hätte ich mir überlegt, ob ich da ein Team mache. Aber ein griechisches Silberteam, ich weiß ja nicht. So, das Ganze nochmal hier. Santos, Hoffenheim-Trikot, Hannover-Trikot. Was übrigens cool aussieht, das Auswärtstrikot. Vielleicht nehme ich das sogar mal. Ich mag es auf jeden Fall. Ein Hechtentrainer. A. van Dijk. Van Dijk, keine Ahnung. Ich kann jetzt kein Holländisch. Bin ich auch ganz froh. Also ich wollte damit natürlich so sagen, dass ich es nicht brauchen würde. So, Bronzima hatten wir schon. Ich will jetzt noch einen vierten verschiedenen Namen. Hart hatten wir auch schon. Den hatten wir vorhin schon so oft. Ja, nehmen wir jetzt mal einen Russen hier. Leno. Ja, der neue Torwart von, also der Torwart momentan von Leverkusen. Da hätte ich lieber den frühen Torwart von Leverkusen, nämlich den Adler, weil der ist momentan im Team der Woche. Pacienza. Girazek, oder ich kann ihn gerade nicht aussprechen. Ich weiß auf jeden Fall, wie er ausgesprochen wird, aber ich habe gerade keine Ahnung. Töre, ja, ist nicht mehr bei Hamburg, ist zurückgegangen nach in die Türkei. Oder ist es jetzt Russland hier? Was ist das hier? Rubin Kazan, russische Liga. Stimmt, genau. Leno, Verträge. Zwei Fitnesskarten, die ein bisschen was wert sind. Nämlich 2000 ungefähr. 352, eine 442-Karte. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. So, Verbrauchsobjekte sind noch genug Platz. Aber jetzt müsste auch Schluss sein. 2650. Ich guck mal kurz bei den FIFA-Points nach. Ich will nämlich nicht mehr 20 machen, der Rest kommt mir noch. So, Kaká hat sich übrigens schon verkauft, wie ihr oben sehen könnt, für 16k, glaube ich, oder sowas. So, 4600 plus 1050 wären 5650. Ich habe 3000 ausgegeben und 2056 habe ich noch. Ja, das waren alle Packs leider. Ja, ich erwarte da immer nicht so viel, aber ich würde trotzdem eher sagen, enttäuschend. Ganz klar. So, Kopfball. Plus 15 Karte verkauft und plus 15 Passspiel. Die sind ja alle abgelaufen, aber da passiert noch nichts. Weil Ultimate Team natürlich wieder überladen sind. Die sind alle abgelaufen, also bis auf diese hier. Die laufen gleich ab. Na super. Dann könnte ich jetzt noch schön meinen Tauschstapel neu bestücken, aber er will ja nicht. Wir gucken nochmal bei Verein rein, in die Spieler, die wir bekommen haben. Ach, dann sehe ich das jetzt eher nicht. Hier sieht man das besser. Ich jetzt hier mache, mit Verein tauschen, alle. Dann sehen wir alle Spieler, die wir bekommen haben. Und ihr seht schon, das fällt rapide ab. Also nur vier Stück über 80. Ronaldinho behalte ich ja vielleicht selber, beziehungsweise ich verkaufe den Turm mit denen in meiner Formation wieder, weil der wahrscheinlich in der Formation relativ teuer ist. Also ein bisschen teurer auf jeden Fall. Balotelli ist gut, hatte ich ein bisschen Glück.
Lampard, diesen hier. Der ist noch schnell, der ist gut, der ist auch schnell. Xandao habe ich ja selbst rausgehauen. Okay, mal gucken, wie viele normale goldene Spieler wir noch haben. Oh, viele. Für die werde ich ja für alle mindestens 300 bekommen, denn 300 bekommt man ja, wenn man die raushaut. Nenne ich es jetzt mal. Oh, ganz viele mit 75 dabei. Und auch Silberspieler sind noch ein paar dabei. Der hier sogar zum Beispiel ganz gut. Sind, glaube ich, so einige, die noch ganz gut sind. Also nicht einige, aber ein paar. 86 Dribbling. Müsste auch ein paar Leuten gefallen, die sofort auf Dribbling setzen. Den Torwart hatte ich ja letztens im Bronze-Pack, denn da würde ich auch mal vermuten, dass der ein bisschen mehr wert ist. Muss ich mal gucken. Ja, und ein paar Bronze-Spieler. Aber ich guck mal, dass ich es verkauft bekomme und ich würde sagen, dann haben wir jetzt lang genug Zeit verbracht hier im Pack-Opening. Und dann sehen wir uns beim nächsten Pack-Opening wieder oder beim nächsten Spiel. Mal gucken. Ciao.